Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 8. Mai 2018. Mein Name ist Norbert Giso. Wie ist die Lage heute? Der Mond läuft auf die Sonne zu, ist abnehmend, ist jetzt auch schon über das Halbquadrat zur Sonne hinüber, also der abnehmende Halbmond. Das bedeutet, er befindet sich jetzt in den letzten 90 Grad, also im letzten Viertel im Angang auf die Sonne, wo es dann genau in einer Woche kommenden Dienstag zum Neumond im Stier kommen wird. Das bedeutet sozusagen, der Mond läuft auf die Sonne zu und das bedeutet, dass die Kraft des Unbewussten, die Kraft des Dunklen allmählich immer mehr zunehmen wird. Der Mond befindet sich im Wassermann. Der Wassermann ist hier ein lebender Gegensatz in sich, weil der Wassermann eben immer beide Seiten gleichzeitig möchte. Er versucht eben, die Polarität zu umgehen, indem er die dahinterliegende Einheit sucht. Aber solange da noch jemand ist, der sucht, gibt es ja natürlich immer noch die Polarität, der sucht und das, was gesucht wird. Und so ist der Wassermann eben paradox in sich selbst, weil er was will und er will gleichzeitig das Gegenteil. Wer Wassermann betonte Menschen kennt, weiß, dass diese oft in Opposition gehen, um eben auch die andere Seite klar zu machen. Das bedeutet auch, dass der Wassermann, der ja für die Freiheit steht, und der Mond aktiviert dann immer dieses Bedürfnis nach Freiheit in den Tagen des Monats, wo er durch den Wassermann läuft, dass diese Freiheit eben nicht bedeutet Freiheit als abstraktes Prinzip, sondern eben vor allem Freiheit da, wo der Raum zugestellt ist. Für Raum könnte man auch Geist sagen, also da, wo sozusagen Barrieren, Hindernisse, Blockaden sind, wo unser Geist nicht frei denken und walten kann, da kommt der Wassermann ins Spiel und versucht sich eben Freiraum zu schaffen. Nicht, wenn beispielsweise unser Geist, unser Verstand sehr stark beschäftigt ist mit einer Beziehung oder einem Job oder irgendetwas, dann kann es sein, dass der Wassermann uns eben auch davon befreien möchte, damit wir wieder frei davon sind. Also auch Freiheit oder Freiraum ist nicht immer nur eine Einbahnstraße, sondern geht in beide Richtungen. Grundsätzlich gilt es mit dem Mond im Wassermann eben darauf zu schauen, wo sind eigentlich die Dinge, die mich wirklich in meinem konkreten Leben unfrei machen? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, hier etwas anders zu machen oder auch nur anders zu denken? Oftmals ändert sich ja schon der Gehalt der Dinge, mit denen wir zu tun haben, wenn wir denn über sie einfach auch anders denken. Okay, gleichermaßen perfekt wird die Opposition der Sonne zum Jupiter, das heißt die Sonne im Stier läuft auf den gegenüberliegenden Punkt zu, wo eben der rückläufige Jupiter steht. Von dieser Opposition, die heute Nacht um 2.39 Uhr exakt ist, darf man sich nicht zu allzu viel erhoffen, weil eben immer mit Jupiter die Erwartungen so hoch sind. Je höher die Erwartungen sind, umso eher sind wir natürlich auch enttäuscht, wenn das erwartete Ergebnis nicht eintritt. Nichtsdestotrotz ist Sonne Jupiter ein Aspekt des Wachstums. Auch wenn es die Opposition ist, auch wenn Jupiter rückläufig ist, zeigt uns die Sonne auf jeden Fall das in Jupiter hier im Skorpion liegende Wachstumspotenzial, wenn wir denn nur bereit sind, hier in die Tiefe zu gehen und es wahrzunehmen. Trotzdem kann auch heute so ein bisschen eine gewisse Unlust da sein, sich den Pflichten zu stellen, weil eben Sonne Jupiter eben sozusagen so ein Gefühl wecken in dem Sinne, ach, irgendwie läuft schon. Ansonsten ist es ja so, dass hier Merkur im Widder, also der Denker und Kommunikator im Widder, sozusagen schon jetzt schnelleres Tempo aufnimmt und Ende der Woche in den Stier wechselt. Und auch Mars, der hier im 27. Grad des Steinbocks steht, macht sich allmählich daran,
den Steinbock zu verlassen, was aber erst nächste Woche passieren wird und ich natürlich dann auch genauestens besprechen werde. Morgen früh um 5.11 Uhr wechselt der Mond vom Wassermann in die Fische. Das heißt, ab morgen wird die Gesamtstimmung sehr viel emotionaler. Zu einem, weil der Mond damit noch dichter an die Sonne ranrückt und zum anderen, weil der Mond durchs Zeichen Fische läuft, immer eine Phase, in der es noch emotionaler wird, die Dinge noch mehr sich auflösen. Und das bespreche ich aber dann morgen zum Tageshoroskop. Für heute wünsche ich uns allen einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.